eine Sache zum Integral, deine Schwerpunktsbestimmung. Und ich sollte vorweg schicken, es geht mir jetzt nicht so sehr darum, dass Sie irgendwelche Schwerpunkte ausrechnen können, sondern darum, dass Sie verstehen, was denn das Integral macht. Also wir werden jetzt irgendwelche Formeln hier kriegen, lernen Sie nicht diese Formeln auswendig oder so, das ergibt keinen Sinn. Verstehen Sie, wie das funktioniert, wie man das Integral einsetzen kann? Lernen Sie nicht die Formeln auswendig, darum geht es mir jetzt gar nicht. Und zwar Schwerpunktsberechnung der Hälfte der Kreisscheibe, der Einheitskreisscheibe, also hier oben die Hälfte vom Einheitskreis, der Kreis mit Radius 1 und den Ursprung, davon die obere Hälfte, und ich würde gerne wissen, wo der Schwerpunkt liegt von diesem Stück. Wenn Sie das aus Karton ausschneiden, wie können Sie das balancieren? Was wissen Sie auf Anhieb über den Schwerpunkt von diesem Flächenstück? Genau, der muss auf der Y-Achse liegen, wegen der Symmetrie. Er kann nicht hier liegen, dann müsste er ja auch da liegen, wegen der Symmetrie. Das wäre komisch. Es gibt nur einen Schwerpunkt, der muss also auf der Y-Achse liegen und er kann nicht über einhalb liegen, sondern er wird offensichtlich unter einhalb liegen, weil ich ja unter einhalb mehr Masse habe. Ich mal das mal, also hier irgendwo würde ich ihn mal Pi mal Daumen einmalen wollen. Unter Y gleich einhalb. Hier oben fehlt mir ja Masse und unten habe ich etwas mehr Masse. Also etwas unter Y gleich einhalb, da würde ich ihn vermuten. Bestimmen Sie Ys, die Y-Koordinate vom Schwerpunkt. Und zwar nach diesem Schema, was passiert, wenn ich diese Fläche bilde als Zaun? Stellen sich hier ganz viele Bretter nebeneinander vor, 1000 Bretter nebeneinander. Für jedes Brett ist das einfach, den Schwerpunkt zu bestimmen. Wie kann ich die verschiedenen Schwerpunkte der Bretter miteinander verrechnen? Das überlegen Sie sich. Sie gucken sich ein bestimmtes Brett an einer Stelle X. Wie lang ist dieses Brett? Wo liegt dessen Schwerpunkt? Und dann überlegen Sie sich im zweiten Schritt, wie Sie die Höhen der verschiedenen Schwerpunkte miteinander verrechnen können, um die Höhe des Gesamtschwerpunkts herauszufinden. Klar ist, die Höhe des Einzelnen ist auf der Hälfte. Aber was ist die Gesamthöhe des Einzelnen? Und wie verrechne ich dann diese Einzelhöhen miteinander? Schritt 1, wie hoch ist das einzelne Brett an der Stelle X? Zur Hilfe male ich mal dieses hier ein. Da haben wir X, hier haben wir Y. Also, der Pythagoras, bitte an dieser Stelle nicht irgendeine Kreisformel aus der Formelsammlung. Sie können den Pythagoras, dies ist der Einheitskreis. Die Hypotenuse hat die Länge 1, also weiß ich, x² plus y² ist gleich 1. Also weiß ich, y ist gleich plus die Wurzel, ich will ja die obere Hälfte vom Einheitskreis, plus die Wurzel 1 minus x². So, damit kriege ich so ein einzelnes Brett. Der Schwerpunkt des einzelnen Bretts liegt auf der halben Höhe, offensichtlich. Da muss ich nicht drüber nachdenken. Jetzt muss ich nur sehen, wie ich diese halben Höhen miteinander verrechne. Es muss insgesamt sowas werden wie ys ist gleich. Ich bilde einen Mittelwert über diese halben Höhen. Y halbe, wenn das hier mein y ist. Ich schreibe jetzt mal y von x halbe, um das klarer zu machen. Mittelwert bilden, alle aufsummieren. Irgendwas muss hier gleich stehen, wie ein Integral von minus 1 bis 1. Und irgendwo kommt auch noch dx vor. Das haben schon einige so hingeschrieben. Die Höhen der Schwerpunkte nehmen, y steht da, die Höhen der Schwerpunkte nehmen und irgendwie mitteln. Wenn Sie das hier sehen, was fällt Ihnen auf, was daran schon sowieso mal nicht hinhauen kann, an diesem Versuch einer Gleichung? Also wir gucken uns die Einheiten an zuerst. Eine Länge, Meter, wenn Sie wollen. Hier stehen Meter, wenn Sie wollen. Quadratmeter stehen auf der rechten Seite. Das kann nicht die Höhe des Schwerpunkts sein. Das müssen Meter rauskommen. Ein sehr schlechtes Zeichen. Das Ding hier kann nicht stimmen. Man kann nicht einfach
hier irgendwie addieren. Es muss raffinierter sein. Ich mal nochmal so einen allgemeinen Lattenzaun auf. Die Frage ist, wie kriege ich das jetzt miteinander verrechnet? So eine Geschichte. Ich habe jeweils für jedes Brett die mittlere Koordinate hier. Das ist der Schwerpunkt von jedem Brett. Jetzt können Sie aber nicht einfach alle diese Höhen hier aufsummieren und durch 6 teilen. Was hier auch gar nicht passieren würde, ist noch eine andere Geschichte, aber gut. Sie können hier gar nicht die Höhen aufsummieren und durch 6 teilen, einfach den Mittelwert der Höhen bilden. Denn, Beispiel, stellen Sie sich vor, Sie legen hier noch 100 Zahnstocher daneben, deren Schwerpunkte alle da unten liegen. Wenn Sie jetzt den Mittelwert bilden, mit dem Mittelwert ganz tief unten liegen, weil Sie 0, 0, 0, 0 und so weiter dazu nehmen. Der Mittelwert wird hierdurch ganz tief nach unten gezogen. Aber physikalisch, wenn Sie da jetzt noch 100 Zahnstocher daneben legen, macht das doch dem Schwerpunkt nichts. Das kann nicht stimmen. Es kann nicht der normale, reine Mittelwert sein. Es kann nicht hinhauen. Ich muss berücksichtigen, dass es noch von der jeweiligen Masse abhängt. Dieser Block hier, der hat einen viel stärkeren Einfluss auf den Schwerpunkt als dieser Block und erst recht als dieser Zahnstocher. Es kommt noch auf die jeweilige Masse an. Ich kann nicht einfach nur so mitteln, indem ich addiere und durch die Anzahl teile. Ich muss berücksichtigen, wie viel Masse, welcher Anteil der Masse jeweils dranhängt. So muss ich mitteln. Also wenn ich, wenn das hier insgesamt 15% der Masse sind, nehme ich 15% von dieser Höhe und wenn dieses hier 10% der Masse sind, nehme ich 10% dieser Höhe und so weiter und addiere zusammen, anteilig. Überlegen Sie sich nochmal, was das jetzt sein kann. Was schreiben Sie hier hin, um das richtige Verhältnis zu kriegen von denen? Was ist der Anteil dieser Höhe? Hier hinten, dieses Gewicht, der prozentuale Anteil, das soll sein, die Fläche eines Bretts, des Bretts an der Stelle x mit der Breite dx, geteilt durch die Fläche von dem ganzen Ding. Das soll sein, das müssen Sie sich überlegen. Die Fläche eines Bretts durch die Gesamtfläche. So viel ist das dann natürlich auch im Verhältnis der Massen, wenn ich davon ausgehe, dass es aus Karton ausgeschnitten ist, konstante Flächendichte. Das Verhältnis der Massen ist dasselbe wie das Verhältnis der Flächen dann. Die Fläche des Bretts an der Stelle x mit der Breite dx geteilt durch die Gesamtfläche. Das will ich da hinten haben. Als Gewicht in Anführungszeichen. Ja. Unten die Gesamtfläche, der halbe Einheitskreis, Pi halbe. Hier könnte man auch noch wieder die Formel hinschreiben. Eigentlich integriere ich ja über die Kreisfunktion da, aber wir wissen ja schon, was die Fläche ist. Pi halbe ist die Fläche des halben Einheitskreises. Die Fläche des Ganzen ist Pi, die Fläche des halben ist Pi halbe. Und oben habe ich ein Rechteck, das dx breit ist und y hoch ist. So banal ist das. Dx breit, y ist es hoch. Hier kommt einfach y dx hin. So funktioniert das. Y halbe, ich schreibe hier auch mal y von x. Y halbe ist die Höhe des Schwerpunkts des einzelnen Bretts. Und jetzt summiere ich nicht einfach auf mit dem normalen Mittelwert, sondern ich gewichte. Ich gewichte mit dem Anteil an der Gesamtmasse. So funktioniert das mit dem Schwerpunkt. Das hier ist der Anteil dieses einen Bretts an der Gesamtmasse, dass der Zahnstocher praktisch nichts beiträgt und hier das lange Brett hier extrem viel beiträgt. Und das können wir jetzt banal ausrechnen hier. Hier steht also das Integral von minus 1 bis 1, y von x quadriert durch Pi. Ah, durch Pi, das kann ich auch nach vorne ziehen. Y von x quadriert dx, das war alles, was übrig geblieben ist. Die halbe. Diese halbe heben sich weg, Pi bleibt unten, oben bleibt y ins Quadrat dx. Und y ins Quadrat, Sie sehen, wir hätten gar nicht die Wurzel ziehen müssen, y ins Quadrat ist 1 minus x Quadrat. Ist also 1 durch Pi mal das Integral minus 1 bis 1, 1 minus x Quadrat dx, und das geht jetzt schulmäßig. 1 durch Pi
Stammfunktion, am simpelsten da ein x und hier am simpelsten minus x hoch 3 Drittel in den Grenzen von minus 1 bis 1. Macht 1 durch Pi, hier vorne die 1 einsetzen, minus 1 Drittel und jetzt abziehen, minus 1 einsetzen, minus minus 1, also nochmal plus 1, minus 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 1 hoch 3, macht minus minus minus, macht minus 1 durch 3, so. Wir haben 1 minus 1 Drittel sind 2 Drittel, 1 minus 1 Drittel sind nochmal 2 Drittel, sind 4 Drittel, sind also 4 durch 3 Pi. Ungefähr 4 durch 9. 4 durch 8 wäre ein halb, aber wir haben 4 durch 9. Wie erwartet liegen wir unter ein halb, wie sich das gehört. Etwas unter ein halb. 4 durch 3 Pi. Das Ergebnis ist mir an der Stelle ziemlich egal. Mir geht es, wie gesagt, darum, dass Sie in der Lage sind, Integrale hinzuschreiben. Nicht nur für Schwerpunkte, sondern auch für andere schlimme Geschichten. Aber Schwerpunkt ist ein billiges Beispiel, an dem man das mal relativ einfach erklären kann, wie man denn Integrale im Allgemeinen hinschreibt. Also lernen Sie hier nicht diese Formel auswendig, blödsinnig, die brauchen Sie dreimal im Leben. Verstehen Sie, wie das Integral funktioniert? Das wollte ich damit erklärt haben. Hier ist das Integral für mich sowas wie ein gewichteter Mittelwert. Ich addiere auf die Höhen der Schwerpunkte, aber mit bestimmten Gewichten, dem Verhältnis an der Gesamtmasse.